Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft Agrarian Skies. In meiner Technik-Ecke habe ich mich eingefunden, um jetzt hier weiter voranzukommen. Und ihr seht schon, hier wird fleißig gesiebt und die Kiste hier ist rappelvoll, beziehungsweise es fällt ein bisschen was daneben. Hier das, oder beziehungsweise der, das Ding ist voll, er kann gerade nichts weiter aufnehmen. Ich schnapp hier mal ein bisschen was raus. Und pack's hier rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss da dringend was dazwischen schalten. Nämlich ein Siebsystem. Ja, hier. Seht, wieso sortierst du das denn auch nicht, du blödes Mistding? Hier nochmal sortieren. Ne, hier passt es. Strange, 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 strange. Also. Wir haben hier ganz fleißig unseren Steam Dynamo am Arbeiten. Was noch nicht arbeitet, ist unser Pulverizer. Den wollen wir jetzt mit Energie versorgen. Das ist ja relativ einfach. Wir gehen hier hin und sagen: Hallo, ich hätte gerne Leadstone Energy Conduits. Leadstone Energy Conduits. Da sind sie. Ich brauche 6 Redstone, 2 Lead Ingots, einmal Glasblock oder einmal Glas. Habe ich noch Glas? Oh, ich habe sogar noch Glas da. Schnappen wir uns mal hier. Oh, Redstone habe ich auch genug. Und das liegt jetzt perfekto. Passt doch. Einmal bitte, danke. Legen wir direkt hier hin. Dann heißt es hier, es werde Licht. Da soll er ansetzen und dann hier rüber wandern. Was ist hier los? Wieso spinnt meine Maus so ein bisschen? Okay, so. Theoretisch müsste das Ding arbeiten. Ja, es kriegt Energie, hat nur noch nichts zum Pulverizen. Generell muss ich hier gerade mal schauen. Wir sollen nach unten soll ein Output sein. Ich mache hier gerade mal alles aus. Wir brauchen gerade noch keinen Input. Das mache ich im Moment noch manuell. Unten soll ein Output sein, wo er beides rausschiebt. Perfekt. So soll es sein. Okay, hier kriegt er ganz fleißig Energie. Kohle hat er noch. Ich packe mal ein bisschen Kohle nach. Der braucht ja Kohle, um arbeiten zu können. Wasser sollte er auch genug kriegen. Ja, hier der Quest Accumulator gibt alles ab, was er kann. Perfekt, gut. Holen wir noch ein bisschen was der gute Kerl da oben bearbeiten kann. Und haben wir noch was dabei? Wir haben sogar noch Cobblestone dabei. Ja, noch besser. Besser geht es ja kaum. Also, Cobblestone da oben rein. Und glücklich sein. Direkt wird alles dann rausgeschoben. Nee, noch nicht. Hier fehlt ja noch was. Da fehlt noch ein Pneumatik-Servo. Hier ist so wieder alles voll. Nee, tatsächlich ist das mal von meinem Leben geflogen. Okay, ich brauche dringendst ein Sieb, also ein vernünftiges Auffangsystem. Aber unbedingt. Beziehungsweise ich sollte das anders, ein bisschen anders machen. Siehst du, das fällt alles daneben. Das ist doch doof. Ich muss mir eine Lösung überlegen. Jetzt erstmal, ich kann natürlich auch den Vacuum-Hopper langsamer nehmen. Erstmal brauche ich ein Pneumatik-Servo. Servo. Da ist es. Aha. Schauen wir mal. Glas haben wir. Uns fehlen ein paar Eisenblöcke bzw. Aluminium. Perfekt. Nehmen wir das so. Das reicht immer noch nicht. Okay. Ich dachte eigentlich, ach, das ist Silver. Ich sollte dann schon noch die Variante nehmen mit Aluminium. Wieso nicht? Was ist hier los? Glas und zwei Dings. Glas, Redstone in die. Ich habe kein Redstone dabei. Das ist der Grund. Ach, ich horst. So, nochmal in schön. Pork. Einmal Pneumatic Servo. Und was mir noch fehlt zu meinem endgültigen Glück, ist ein Crescent. Crescent Hammer. Ich brauche Iron und Tin. Iron hätte ich. Tin Ingots. Habe ich hier zufällig noch Tin Ingot? Nein, hier. Nickel, Silver. Ich brauche Tin. Rintintin brauche ich. Wollen wir den Pulverized Tin Ore? Perfekt. Den. Moment. Den sollten wir schon nochmal packen. Das könnte helfen. Bock. So, rein damit. Glücklich und zufrieden. Alles sortieren. Hier nochmal reingucken. Hier sieht es gut aus gerade. Jawohl, den Flint nehmen wir raus. Schmeißen ihn hier rein.
und sind glücklich. Oh, jetzt habe ich da schon zwei Stacks davon. Also, ich muss dringend ein Sortiersystem bauen. Dafür brauche ich Holz. Sehr, sehr viel Holz. Und sehr, sehr viele andere Dinge. Aber das kriegen wir hin. Also, wenn wir schon Holz brauchen, schnappen wir uns unsere Axt und hacken ein paar Bäume klein. Weil es so schön viel Spaß macht. Bäume zum Töten. Hashtag Baumliebe. Das Problem kennen wir ja schon. Ne, das kennen wir ja. Das ist uns ja bekannt. Mit der Baumliebe und so. Hallo, lass mich raus, Baum. Böser Baum. Oh, jetzt habe ich hier aus Versehen ein bisschen Zeug reingetan. Was tue ich da? Das sollst du nicht tun. Hallo? So, danke. Ich gebe es dir zurück. Lieben Gruß zurück. So, auch dieses Bäumchen hier soll sich entfernen, unsere Insel. Und ich sollte natürlich auch noch nachpflanzen. Das wäre ganz praktisch, wenn ich noch nachpflanzen würde. Ja, schauen wir mal. Kriegen wir hier jetzt gerade mal noch was runter? Oh, ich sollte schlafen gehen. Ich habe immer noch die Insel nicht perfekt ausgehört. Auf dem Dach zum Beispiel kann noch was spawnen. Ach, ein neuer Tag ist angebrochen. Ist es nicht schön hier? Okay, ich brauche Setzlinge. Mag mir jemand Setzlinge? Ah, hier fliegen welche rum. Bock. Das sind doch genug Setzlinge. Die werden wir mal pflanzen. Da und da. Okay. Jetzt habe ich unten natürlich das Servo gebaut und das unten nicht eingebaut. Ich bin ein Held, ey. Hier, Servo einbauen. Kollege Schnürschuh. Also, das Pneumatik-Servo hätten wir hier. Servo ist bei den Start. Jetzt brauche ich noch. Da habe ich den Crescent Hammer nicht gebaut. Ich kann ja noch nicht bauen. Ach. Kann ich nicht bauen wegen Tin. Rin-Tin-Tin fehlt noch. 10 Ingots. Schmeißen wir einmal da raus und einmal hier raus. Dann haben wir alle 10 auf einmal. Tin. Das reicht ja jetzt schon, oder? Um das Ding zu bauen. Jawohl, es reicht. Okay, das bedeutet, ich kann hier es auf Ausgang stellen. Jetzt sollte ich nur noch hier oben Redstone auf Ignored stellen und dann müsste er die Sachen theoretisch rausschmeißen aus dem Ausgang. Sofern ich das richtig eingestellt habe, unten ist der theoretische Ausgang. Redstone Signal Ignored. Was ist da los? Wieso? So. Eigentlich sollte das da jetzt funktionieren, oder? War ich jetzt so, dass das... So. Wieso funktionierst du jetzt nicht? Das habe ich jetzt falsch gemacht. Sonst ging das doch auch. Moment mal. Muss ich noch irgendwie so drauf gehen? Wie war das denn? War das irgendwie mit der leeren Hand? Ah, genau. Auch hier muss ich drauf gehen. Jetzt müsste er es rausschieben. Spätestens jetzt. Hallo? Magst du es rausschieben? Och Mann, was ist los? Autonomous Activator kriegt auch nichts. Hä? Eigentlich solltest du doch jetzt funktionieren. So. Redstone Signal ignored. Ausgang nach unten. Was ist da los? Wieso funktioniert das nicht? Das ist aber echt komisch. Och Manu. Okay, ich muss wieder die leere Hand nehmen. Wir schmeißen mal ganz kurz. Hier die Zombie Brains schmeißen wir kurz zur Seite. Ich brauche eine leere Hand. Okay. Blacklist. Redstone Control Tab configures how it reacts. Set the filtering. No MBT, use metadata. Redstone Signal ignored. Was ist hier los? Wieso?
Eigentlich muss das doch funktionieren, das kann nicht wahr sein. Ich habe extra ein Servo reingemacht. Sonst klappt das doch auch. Hä? Ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Was ist denn da? Hä? Das ist doch unten, oder? So. Wieso schiebst du das jetzt nicht raus? Da ist ein Servo drin. Und das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Warum funktioniert das jetzt gerade nicht? Also in der Theorie müsste er das alles rausschieben. Also, hä? Was habe ich denn falsch gemacht hier? Das ist vorne, das ist unten. Jetzt dann ignored und dann theoretisch hier. Mit der leeren Hand drauf. Sagen, Redstone ignored. Blacklist, use odd channel, nö. Use NBT. Ich bin absolut verwirrt, warum funktioniert das nicht? Ganz ehrlich, wieso funktioniert das nicht? Ach, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Weil ich den Eingang setzen muss. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Habe ich da jetzt wieder das Falsche eingegeben? Jetzt funktioniert es. Ach ja, ich muss natürlich auch hier einen Eingang setzen. Ich Horst. Oh, so viel Ärger um nichts. Das darf nicht wahr sein. Na gut, aber jetzt haben wir das Problem gelöst. Den werfen wir mal da rein. Hier tonnenweise Zeug. Ich kann alles nicht einsammeln, weil mein Inventar voll ist. Ich brauche dringend ein Lagersystem, ein vernünftiges. Also, ich brauche ein paar Better Barrels. Dafür brauche ich auf jeden Fall eine ganze Menge Holz. Ich sollte dann neue Bäume pflanzen. Ah, hier sind schon mal ein paar Setzlinge geflogen. Okay, also, jetzt mal ganz gechillt hier. Ganz gechillt. Holz. Wir haben hier jede Menge Oakwood. Ich habe doch hier noch. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche hier eine Kiste, in die ich Zeug reinschmeißen kann. Das heißt, ich habe hier jede Menge Zeug. Okay, gehen wir da runter und schmeißen unser sämtliches Zeug in eine Kiste. Dann bin ich glücklich. Glücklich und zufrieden. Hier ist sowieso alles proppenvoll. Ist nicht schlimm. Ich gehe hier hin und baue mir eine Kiste. Ich lege mal kurz die ganzen Conduits hier rein. Nehme mir dann, weil es so schön ist, mache ich mir ein paar Kisten. So. Die kommen weg. Chests. 4 Stück. Okay. Die schmeiße ich mir jetzt einfach hier hin und leere mal einfach mein gesamtes Inventar da drin aus. So. Das alles da rein. Alles rein, was keine Miete zahlt. Ganze Zeug da rein. Das kann später noch sortiert werden. So. Platz. Okay. Einsammeln. Glücklich sein und reinschmeißen. Einfach reinschmeißen. Limestone, ach, Limestone haben wir bekommen. Ja, Limestone ist cool. Limestone ist echt lustig. Hier ist wahrscheinlich die. Ja, ist mal wieder alles voll. Lohnt sich ja. Also, wir brauchen ein paar Better Barrels. Die werden wir uns machen. Ich brauche dafür Holzslabs. So. Schwupp. 48 Holzslabs. Ein bisschen viel, aber egal. Okay, ich muss nach oben Zeug holen. Oh. Ah, das war gerade echt. Das ist so, wenn man lange diese Mod nicht mehr gespielt hat, dann kommt man raus, wie denn diese ganze Geschichte funktioniert. Holz. Hier ist jede Menge Holz, da wären auch noch jede Menge Oakwood Slabs gewesen. Macht ja nichts. Wollen wir uns mal ein paar Better Barrels bauen? Also, so und so. Und hier das rein. Ne, das war nicht das richtige Rezept. Wie gehen nochmal ein Better Barrel? Better Barrel. Ich dachte, das geht so. Better Barrel. Ach, ich brauche noch eine Chest. Ich brauche Chest und dann Holz und oben dann die Slab. Okay. Also, normales Holz dazu. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben, ne?
So, also jetzt ein paar Kisten. 4 Stück zum Beispiel. Machen wir nochmal. Nochmal 3 Kisten. So. Dann wollen wir jetzt damit Better Barrels bauen. 7 Stück am, 7 Stück an der Zahl. Ist doch schon mal nicht schlecht für den Anfang. Nehmen wir uns das, wovon wir am meisten momentan haben. Und packen das da rein. Also, Better Barrels. Die schnabulieren wir uns. Ich stelle sie erstmal hier hin. Dass das später noch anders muss, das ist mir schon klar. Als erstes schnappe ich mir sämtlichen Flint hier raus. Allen Flint, den ich finden kann. Da ist noch Flint. Flint ist nämlich so ein typischer Kandidat für ein Better Barrel. So, alles Flint da rein. Als nächstes haben wir noch relativ viel. Also wir haben noch... Oh, Kohle ist immer ganz beliebt. Kohle. Ohne Kohle nichts zu holen, wie ich so schön sage. Hier noch Kohle drin? Nein. Okay. Lapis ist ganz interessant. Sortieren wir mal. Wir haben noch irgendwas... Oh, hier Quicksilver Drop. Auch ganz toll. Hier Quicksilver Drop ohne Ende. Boink. Quicksilver Drop da rein. Noch mehr Quicksilver Drops. Okay, Amber ist auch so ein ganz typischer Kandidat. Ja, da nicht. Da auch. Doch, hier ist noch Amber. Okay, nehmen wir Amber ins Better Barrel. Ich brauche nachher sowieso noch tonnenweise mehr Better Barrels. Ich muss nur jetzt gerade mal zusehen, dass ich hier das ganze System leer kriege. Ja, immerhin ist hier schon mal ein bisschen was frei. Okay. Ja, immerhin. Ein bisschen Platz. Ich brauche mehr Better Barrels, eindeutig. Und ich muss das System hier ein bisschen umstellen, irgendwie. So wie es jetzt ist, ist das nicht ideal. Ich denke, ich werde das Ganze etwas umbauen. Dafür sollte ich erstmal mein Handy leise schalten. Das könnte helfen. So, Handy leise. Und wenn jemand bei Twitter folgt, das muss ja nicht unbedingt die ganze Welt mitkriegen. Ach, er hat fertig pulverisiert. Okay. Dann kann ich jetzt einfach mal hier umbauen. Ich habe ja den Vacuum Hopper und Item Ducts. Das kann man ja nutzen. So ist ja nicht. Schnappen wir uns doch mal. Ich brauche mehr Item Ducts. Item Ducts. Wo haben wir sie denn? Da. Tin, Lead, Tin. Habe ich hier zufällig noch Invar? Okay. Erstmal kann ich sämtliche Barren mal wieder mitnehmen. Hier, hier, hier. Alle Barren kommen hier hin. Und hier müsste ich doch jetzt eigentlich so ein paar Item-Ducks hinkriegen. Oder nee, immer noch nicht. Okay, ich ach, hier sind die Tin-Ingots geblieben. Natürlich der Block of Tin, habe ich vergessen. Gibt's das denn? Block of Tin, okay. Tin-Ingots? Ingotianis? Ist das denn White Magic Stargrazer? Okay. Darf ich jetzt... Ja, ich darf sie bauen. Nehmen wir mal 18 für den Anfang. Das ist ganz gut. So, wir packen die ganzen blöden Barren hier rüber. Alle Barren hier rüber. Sortieren wir nochmal fix die ganze Geschichte. Diese ganze Sache könnte ich mal umwandeln. Machen wir später. Also, ist das hier jetzt langsam fertig oder dauert es noch ein bisschen? Ah, das dauert noch ein bisschen. Ich werde jetzt einfach mal das System umbauen. Ich nehme mir den Vacuum Hopper, der letztendlich ähnlich funktioniert wie ein normaler Hopper, nur anders halt. Wenn man das so, ja, blöd formuliert, aber es ist so. Als erstes sollte ich das Wasser da wegnehmen, den Hopper platzieren. Der Hopper zieht jetzt einfach alles rein, was er kriegt. Okay, hier die JK, blub, super. Outputs bitte in diese Richtung nach vorne. Okay. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wird mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.